Hallo Afobs, willkommen im Loppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Es ist Herbst. Es ist Herbst. Der Marco hat ein Häuschen gebaut. Ich kenn's nicht. Es ist modular ein bisschen was, oder? Es ist ein bisschen was modular, ja. Von Vorange und haben wir von Vorange schon mal. Oder Vorange? Vorange, würde ich sagen. Vorange. Kann jeder sagen, wie er will, oder? Ja, da Vorange eine Orange hat. Im ja, Logo. Aber da sind noch zwei Häuser drin. Nee. Okay. Da Forange eine Orange im Logo hat, dachte ich mal, ich spreche es wie Englisch Orange aus. Hm? Nur noch mit dem F, also Forange. 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 Ah, das ist Französisch. Oh, Französisch. Ja, oui, oui, bien sûr. Ist das das erste Häuschen, was von vor Dings hier gebaut haben? Nein, es gibt, also es ist diese Dream Cottage Serie, da gibt es auch kleinere Sets, die hast du da als Stapel und davon haben wir auch schon mal was gezeigt, glaube ja? ich. Also nicht wir dann zwei, du, ich glaube, das waren gerade. Niklas Tamara oder so, ja. Das habe ich auch nicht. Ich saß in dem Video, glaube ich, auch nicht drin. Also gucken wir uns die Kisting gleich nochmal an, oder? Gucken wir uns die Kisting gleich nochmal an. Okay, du hast das gebaut? Ich habe das gebaut. Und das sind Kabel, sehe ich. Das sind Kabel, jawohl, da ist ein bisschen Licht dabei und es ist... Da wir schon über die Farbe gesprochen haben, es ist ziemlich orange. Ja, es ist Herbst. Es ist Herbst. Als ich das aufgemacht habe und das, die ganzen orangen Teile gesehen habe, dachte ich mir, hätten sie das nicht Medium Nougat machen können, also so dieser gedecktere Orangeton. Aber ich muss sagen, jetzt so insgesamt, ich finde die Farben, ja, sie knallen, aber ich finde sie gut. Es sieht halt aus wie Herbstlaub im Sonnenlicht. Aber wer hat denn so ein Gebäude? Es ist ja, du kannst hier überall reingucken. Das Gebäude, ja, das ist für jemand, der ein Anwesen hat, das so groß ist, dass das egal ist. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schick. Das ist ja, besteht kurz, jetzt zu 80% aus Transclear. Kurz zum Karton. Das heißt im Englischen Maple Leaves Villa. Also haben wir es auch Ahornblätter Villa genannt. Also es sollen wohl Ahornbäume sein, ne? Drumherum. Ja, siehst du auch an der Blätter. Siehst du auch an dir, ja, die sehen irgendwie alle gleich aus, oder? Aber du musst ein bisschen, das ist doch Quatsch, das ist doch Quatsch. Und, achso, hier sieht man jetzt, dass tatsächlich aus Noppenstein, das hier vorne ist einfach nur ein schickes gezeichnetes Bild. Okay, aber die Kartonage, nur ganz kurz, zu groß. Die Kartonage ist ein bisschen zu groß. Und die Anleitung? Die Anleitung ist nicht zu groß, die ist okay. Mhm. Komme ich gleich zu einem kleinen Bautipp noch. Wir haben 6 Bauabschnitte. Es wird immer genau gezeigt, du brauchst Tüte 1 plus X, in dem Fall die große Grundplatte. Später kommt dann auch mal so, du brauchst Tüte 3 und ein LED-Teil oder sowas. Das zeigen sie immer ganz genau. Sind die separat eingepackt? Die sind zusammen in einer eigenen Tüte. Hier siehst du beispielsweise, da brauchst du jetzt noch eine 16x16 Plate und so ein LED-Teil. Mhm. Die Bauschritte davor sind noch farbig zu sehen, aber verblasst. Ist also eigentlich perfekt. Das finde ich auch gut. Dass Farben noch zu erkennen sind. Xibau macht das auch so, finde ich super. Außerdem wird immer genau gezeigt, auf welche Noppe was gehört. Damit man sich nicht so leicht verbaut, weißt du? Mhm. Mit dem Fallen. Fein. Ja, ich habe diverse Teile übrig. 3 von den Teilen, die ich übrig habe, sind hier nicht zu sehen. Die sind da verbaut. Das ist mein Bautipp, da komme ich gleich noch dazu. Und die sind noch übrig, weil im allerletzten Bauschritt die Aufgabe darin besteht, diese Tüte, die lag da so bei, dieser Zipbeutel lag da so bei, diese Tüte hier rein auszuleeren, also den Pool noch aufzufüllen. Das soll man so bauen in Abschnitt 1 und die soll man dann noch lose hier reinkippen als Wasser. Diese Tüten sehe, denke ich immer an Walter White. Immer. Ja. Ach, du meinst auch, weil das so, nee, es ist aber kein Meth, es ist tatsächlich, es sind Noppensteine, es sind... Nein. Also, das könnte man noch hier reinkippen. Du Wolle habe. Wir können es aber auch lassen. Ist billig. Gut. Das hier du kannst deinen Pool auffüllen. Ja, kann man den Pool auffüllen. Das hier lag, warum auch immer, auch bei. Ja. Das war in der Tüte, in der, glaube ich, auch die LED-Dinger waren. Also, das war so eine extra Tüte, da lag das bei. Vielleicht kann man hier abhaken, welche der 6 Bauabschnitte man schon gemacht hat. Keine Ahnung. Oder man kann eine Postkarte draus machen. Ich würde sagen, nette Zeilen drauf und ab dafür. Ja, ist eine kleine Postkarte. Kann man machen. Wobei, darf man so kleine Postkarten drauf verschicken? Ich weiß nicht, ob die ein gewisses Mindestmaß haben müssen. In Deutschland ist ja alles genormt. Und in China ist alles egal. Das glaube ich nicht, aber nee.
Gucken wir uns mal das Gebäude selbst an. Oder? Das ist auch eine Idee, oder? Das ist auch eine Idee. Wo wir gerade so gemütlich hier zusammensitzen. Lass uns doch mal schauen. Ja. Was kannst du denn hier? Oh, warte mal, lass mal gucken. Du hast hier irgendwelche Scharniere. Ah, ja. Man kann da diverse Dinge tun. Darf ich das jetzt tun? Erkunde das Gebäude. Klar, warum denn nicht? Das ist Aufkleber? Print. Print, alles Prints. Also auch hier unten diese Air-Conditioning-Dinger, da sind Prints. Also du hast die... Ach komm. Will ich das haben? Also ich meine nicht das Gebäude, ich meine, will ich das zu Hause haben? Morgens erstmal hier ordentlich die Seite aufgemacht. Ja gut, man kann sich jetzt drüber streiten, wie kriegt man sie wieder zu? Außen mit der Leiter? Das geht doch elektronisch. Ach so. Wenn du so ein Haus hast, geht das elektronisch. Weißt du, morgens liegst du hier und denkst, ach du, heute gehe ich mal wieder nichts arbeiten. Und heute machen wir mal ein bisschen Durchzug, ja. Ist doch cool. Okay. Ja. Auch. Warum hängen denn da zwei Blätter? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich habe es so gebaut, wie es gebaut werden soll. Auch das kann man zuklappen, wenn man das will. Ne? Man muss halt nur den sehr schicken Stuhl da abbauen. Mhm. Und das ranklappen. Ja, das kannst du wegklappen und zumachen. Kann man das, glaube ich, zumachen, oder? Kann man nicht? Dort kann man. Das musst du da in die Lücke rein so. Dann macht man es zu. Ja. Zu. Zu. Nicht schlecht. Das heißt, du hast hier, wir müssen gleich mal reingucken. Und da liegt ein bisschen Werkzeug rum. Ist das so eine kleine, aber eine Tür? Oder ist das ein Fenster? So eine Durchreiche, ja, das ist tatsächlich offen. Ich mach das mal wieder auf. Du kannst es ja mal auseinandernehmen und dann gucken wir von oben rein, was das alles ist. So. Man kann hier noch mehr machen, aber. Um es besser drehen und wetten zu können, baue ich die Bäume mal ab. Der Stuhl sieht gemütlich aus. Die Bäume sind sehr stabil. Jeweils mit sind so einzelne Elemente, die immer mit Pins oder mit kleinen Zweiachsen zusammengebaut werden. Hatte ich irgendwann schon mal erwähnt, dass ich eigentlich jegliche Gebäude, wo viele Bäume dabei sind, nicht mag. Weil ich mag keine Bäume. Also, Bäume ich mag bauen. Bäume. Ich liebe es draußen in der Freiheit. Aber Bäume bauen. Ja, Bäume ist bauen. Das Schlimmste, Bäume was bauen gibt. Ist ein bisschen langweilig. Das stimmt. Das war hier auch so. Wobei mir aufgefallen ist, diese großen Dinger, die werden fast alle absolut identisch gebaut. Also, das ist das Gleiche wie das. Also, diese großen Dinger werden immer exakt gleich gebaut. Aber in der Anleitung wird jedes Mal neu gezeigt, wie man sie bauen soll. Anstatt, dass sie einmal schreiben, bau das bitte 12 Mal und dann setzt es an die verschiedenen Bäume dran. Ich aktiviere jetzt hier eine Abstimmung. Bäume bauen, ja, freue ich mich. Oder Bäume, ey, vergiss es. Abstimmen. Ich habe zu Hause jetzt endlich... Ich kann es nicht leiden. Ich habe zu Hause jetzt endlich mal meine eigene private Burg Blaustein-Grundburg gebaut. Ja, mit dem Baum. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Bis der Baum kam. Dann kamen die Bäume. Mhm. Ich habe es überstanden. Ich bin ja immer froh, dass ich bei jeder Erweiterung den Baum immer irgendwie mal weg und dann kann ich ihn mal wieder hinsetzen, wieder weg, wieder hinsetzen. Und ich habe ihn einmal gebaut und gut war es. Hier ist ein bisschen Verkabelung. Innen drin ist Licht. Ja, die Verkabelung ist nicht so hübsch. Ich habe sie so gemacht, so angebracht, wie man sie anbringen sollte. Man kann sie natürlich auch so dünn, wie sie ist, unter den irgendwo durchführen und fest einklemmen. Dann kann man aber gewisse Klappmechanismen und so nicht mehr so gut machen. Also man kann das hier eigentlich aufklappen beispielsweise. Da kommen wir gleich dazu. Das sind Schiebefenster. Das sind Schiebefenster hier, die halten auch so. Genau. Ja, aber das ist aber auch was ich noch nicht gesehen habe. So Dachschiebefenster. Ja, schick, ne? Du hättest die Fenster putzen können. Ja, ich hätte sie mal putzen können. Noch eine? Ei. Also das ist jetzt ein Feature, was ich mir echt nicht so vorstellen kann, dass man den Raum einfach aus dem ersten Stock rausnimmt und woanders hinstellt. Kennen wir von den Oseyang-Gebäuden. Ja, da ist es auch manchmal so. Aber das ist jetzt nichts, was in echt dann bei den Gebäuden auch so wäre, weil das wäre ein bisschen seltsam. Aber sieht doch schick aus, oder? So, fein, schick gebaut. Also du kannst ja hier alles irgendwie bewegen, oder? Du kannst, was du nicht machen kannst, du kannst nicht das obere Stockwerk abnehmen. Das geht nicht. Aber du kommst an alles doch möglichst gut dran. Und hier siehst du jetzt beispielsweise eine von diesen LED-Streifen. Ich mache ihn mal an, damit man sieht, wie hell er ist. Mhm. Ne? Und wenn ich das jetzt komplett abnehmen will, muss ich den LED-Streifen quasi hier rausbauen, sonst klappt es ja nicht. Ne? Ich mache einfach mal alle an.
Wenn wir schon hier sind. Ja, mach das mal. Aber das heißt, dadurch, dass du das so verkabelt hast, kannst du jetzt das Haus gar nicht auseinandernehmen. Da, deswegen ist das Haus auch so gebaut, dass man es nicht auseinandernehmen kann. Also ich kann die Dächer aufklappen. Ich kann hier so ein, zwei Dinge rausnehmen. Ich kann diese Seitenwände aufmachen, um schön reingucken zu können. Aber ich kann nicht das Obergeschoss abnehmen. Es ist nicht so modular, dass man das Obergeschoss entfernen kann. Du musst gerade mal den Monitor angucken. Das ja. So. Guck mal. Ja. Ich will nur noch zwei Lichter anmachen. Aha. Das sind auch die. Ab. Die sind hier. Ja, das kann man. Ah, das sind die Steine? Das sind diese Steine hier, ne? So. Aha. Jetzt. Also viel, viel Licht, viel, viel Trends clear. Und viel, viel versteckte Mechanismen und Türen ja. und Tore. Und so ist jetzt alles beleuchtet und alles möglichst zugänglich. Also du siehst hier, ist die Küche. Ne? Da unten drin. Ich kann das ja mal in den Richtung des Monitors kippen. Im Großen Ganzen ist das ein Spielset, oder? Ist das eher ein Spielset als ein Hinstellset? Wenn es ein Spielset wäre, müsste man besser in die Räume reinkommen. Ja, noch mehr rein geht doch gar nicht. Ja, aber wie willst du denn da unten im, wie willst du denn in dem Raum hier hinten, also da jemanden auf die Couch, du kommst nicht so richtig gut dran. Vielleicht mit kleinen Kinderhänden schon. Ich sag jetzt nichts über deine Finger, ist okay. Ja. Ups. Also, man kann sich alles schön anschauen. Aber auch wie das gebaut ist hier. Das ist ja, das ist auch abgefahren gebaut. Das ist auch richtig abgefahren. Ja, machst du kaputt. Ich wollte es mal sagen. Ja, wollte es mal. Ja, bau mal. Ja. Entschuldigung. Ist schon und okay. Ich wusste nicht, dass das befestigt ist. Es ist überall Licht, Micha, überall. Ja. Also du hast ja wirklich sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Hast du eine Teilliste? Eigentlich ist das auch sehr stabil, wenn man es hier an dem Gegenstück ranlässt. Ja, ja, ich mach alles wieder ganz. Lass mich das dann lieber machen. Stell's doch mal hin. Ich mach das. Ich fühle mich so schuldig. Ach Quatsch. Ich fühle mich so schuldig. Aber während du das ganz machst, kann ich ja mal die Setkarte vorlesen. Das ist okay. Das ist die Ahornblättervilla von Forange, die Setnummer FC 8530 mit 2008 Teilen für 74,95 Euro. Dank der Bäume ist es ein bisschen ausladender als eine normale Baseplate. Ungefähr 32 x 30 cm, je nachdem, wie man die Bäume dreht und wendet. 25 cm hoch. Und es enthält LED-Beleuchtung, bei der die Knopfzellen enthalten sind. Es sind keine Akkus, es sind kleine Knopfzellen. Marco? Ja? Ich krieg's nicht hin. Ich weiß. Weil ich es falsch rummache, oder was? Du, das kann... Boah, hätte ich doch nicht angefasst. Wie gesagt, ich wollte es doch nur mal zeigen. Das ist so lange instabil, bis man es quasi damit stabil gebaut hat. Und wenn man es dann eingebaut das hat. Das ist doch eine tolle Weisheit. Das ist so lange instabil, bis man es stabil gebaut hat. Yep. Ja, ich muss jetzt auch wieder gucken, wie es geht. Ja, ja, du guck doch mal in aller Ruhe, du hast ja schon vorgelesen. Kannst du mal ein bisschen beiseite gehen? Wenn du hier alles kaputt machst, kannst du es auch wieder reparieren. Hier sind Bäume. Ich mach alles kaputt. Diese haltbaren Bäume, denkt an die Abstimmung. Am Anfang haben wir jetzt kurz angesprochen, hat auch kleine Gebäude. Wir haben wohl auch ein Video dazu gedreht, habe ich von meinem Kollegen gehört. Mhm. Das wird das Videoteam wohl rausfinden, wo es da so ein Video schon gibt mit so einem kleinen Häuschen. Siehst du, komm, macht mal alles richtig, schon geht's. Ja, ich weiß. Und hier gibt es solche Dream, das ist diese Dream Cottage. Das ist die Serie und zu der Serie gehört auch das große Gebäude hier. Und die Dinge sind alle so zwischen 500 und 700 Teile. Und auch alle mit Beleuchtung. Die sind hübsch. Also. Ja. Die sind etwas kleiner und ja. Das hier ist jetzt mit 2008 Teilen ein größeres Set. Und, das möchte ich auch mal erwähnen, 2008 Teile und 6 sehr gute LEDs, die man auch anderweitig einbauen kann, für 75 Euro ist ein extrem guter Preis. Das wäre ohne LEDs ein extrem guter Preis. Falls ihr mitbekommen, was Marco gerade gesagt hat. Also, 2000 Teile. 2008 Teile. Das ist schon viel für das kleine Häuschen, finde ich. Für, ja gut, sagen wir fairerweise gesagt, 100 davon sind die. Mhm. Aber trotzdem. Gut, das Zeug kannst du ja extra am Bauen verdicken. 75 Euro für das
wäre schon gut, wenn es keine LED dabei hätte, hat's aber. Und das sind welche, die kann man wunderbar auch mal irgendwann für andere Dinge, für andere Projekte verwenden. Okay, also, dann beenden wir das jetzt hier und sagen, vorangemacht eigentlich ganz nette kleine Häuschen mit Beleuchtung und allem drum und dran. Mit vielen modularen Play-Dings, weißt du, was ich meine? Ja, aber siehst du mal, wie schnell die sich durch die Erdgeschichte entwickeln. Angefangen haben sie mit Dinosauriern und jetzt sind sie schon bei modernen Häusern. Das ist auch gut so, weil mit den Dinos kann ich nicht so viel. Ja. Mit den Häusern, das mag ich dann umso mehr. Ja, ich mag beides. Ich mag die Forange-Dinos. Und ich muss sagen, ich mag auch das Haus hier. Dann pflanzt du mal deine Bäumchen und ich sag mal, Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Ja, das wünschen wir. Tschüss. Tschüss. Ja. Die Bäume sind zwar sehr haltbar, aber vielleicht schon ganz schön weit im Herbst. So wie die Blätter. Oder? Ach, und was ist das hier noch? Noch kurz, Kamera an, Anlasse. Was ist denn das hier? Das sind interessante Teile. Ich weiß nicht. Hier diese Flossen. Ich weiß nicht, ob sich die Forange ausgedacht hat oder ob es die auch von anderen Marken gibt, aber ich hatte sie bei dem Set zum ersten Mal in den Fingern. Ich mach mal wieder kaputt, komm. Ja, ja. Das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Und davon, die Bäume bestehen hauptsächlich aus diesen Teilen. Finde ich auch ganz nett. Also noch, hab ich noch irgendwas übersehen, was du irgendwie hier, was noch nie gesehen hast? Das gibt. Noch nie gesehen. Ja, ging mir ähnlich. Machen wir die Schiebfenster zu, wenn es regnet. Wenn es regnet. Regnet es dann im Schritt. Ja, also das wollte ich noch kurz und jetzt sind wir weg.